Grüß euch und hallo zusammen. Jetzt ist es soweit. Was haben wir heute? 29. April. So früh sind wir Seiten dran und wir fangen jetzt das Silomann an. Ein 6M habe ich schon angehängt. Mit dem alten Krone-Frontmehrwerk und dem breiten Heckmehrwerk. Der alte 6er mit dem breiten Frontmehrwerk und mit dem Aufbereiter. Und jetzt schauen wir mal, dass wir die Flächen niedermachen. Und morgen auf Nacht kommt der Häcksler und dann alles neu ins Silo und dann ist der erste Schnitt, ich sage jetzt nicht durch, aber zumindest das Silo liegt im Silo. Und dann packen wir mal an. Jakob ist auch unterwegs. Sieht man schön den Unterschied zwischen ohne Aufbereiter und mit Aufbereiter gemäht. Jakob testet das GPS-Gerät und ich mache mit dem großen Ding weiter. Wir haben eigentlich gedacht, dass wir am Donnerstag silieren. Jetzt sagt er für Donnerstag aber schon wieder Regen. Und jetzt haben wir das alles umgemodelt. Der Häckslerfahrer wollte am Mittwoch nicht, weil da 1. Mai. Jetzt machen wir das Dienstagabend noch und jetzt pressiert es ein bisschen, dann müssen wir schon schauen, dass wir weiterkommen. So, die ersten Spuren mähe ich jetzt mit dem Spurführungssystem. Oh, ich glaube, das muss ich noch ein bisschen besser einstellen. Oder ich fahre zu schnell. Lenkt hier und da zu stark und dann macht er halt Kurven rein. Also die sind relativ. Selbst die Spuren. Gut, wir fahren jetzt 12-13 km/h und ja, jetzt lässt er wieder mal stehen, weil er das letzte Mal zu weit rüber gelenkt. Genau, jetzt fahre ich ihm so ein bisschen rein, so dass ich ungefähr auf Spur bin. Genau, jetzt gehe ich hier auf Auto, weil jetzt macht das alleine. Hoffentlich. Und dann lenkt er wieder zu viel. Das ist auch normal. Es geht gut voran, kann man gar nichts sagen. Böden sind trocken, Grasbestand, muss man natürlich ganz ehrlich sagen, könnte mehr sein. Das ist eher grommert wie ein Eigras, aber auch okay. Wie gesagt, eigentlich im Normalfall hätte ich jetzt noch nicht gemäht, hätte ich noch ein bisschen gewartet, bis das Bodengras besser kommt. Aber durch den Wintereinbruch letzte Woche und den Frost, der da drüber gegangen ist. Aber jetzt gesagt, jetzt hauen wir das weg und dann kann das frisch wegwachsen. Und ja, meistens ist durch den Frost sind die Zellen geschädigt, also die fangen es platzen an. Und bis das Gras dann wieder richtig wachsen anfängt, das dauert. Ja, und so bin ich beim nächsten Feld. Jakob ist immer noch da beschäftigt. Da muss man schon sagen, das breite Heckmehrwerk, das ist schon der Wahnsinn. Also mähen tut es schon gut. Der Straßentransport, eine Katastrophe. Aber im Feld, schlagkraftmäßig, kannst du da echt nichts sagen. So Kosten-Nutzen oder Preis-Leistung ist da top. Und ja, das Schöne heuer ist, das Schöne, dass man heuer so früh mähen ist, dass wir keine Probleme mit Reckhitzen haben. Es gibt nämlich noch keine. Wir sind so früh dran, dass die Geißen noch keine Hitze gesetzt haben. Das nimmt einem viel, soll man sagen, Spannung weg. Man braucht sich da keine Gedanken machen, irgendwelche Felder anmähen, irgendwelche Wildschläuchen aufstellen, Drohnen auspacken. Braucht es nicht. Gibt einfach keine.
Die werden dann erst Anfang Mitte Mai gesetzt und damit sind wir hier jetzt noch komplett safe. Was ich eigentlich sehr gut finde, gerade jetzt heute, wo wir doch jetzt früher angefangen haben zu mähen, wie eigentlich geplant, ist das schon ganz gut so. Tag 2 unserer Silo-Aktion. Gestern haben wir ja gemäht, wie die wollten. Heute haben wir schon die Schwader hergerichtet, weil wir haben Angst, dass uns das Silo zu trocken wird. Wir werden jetzt gleich Vormittag anfangen mit dem Zamtor, weil der Häcksler kommt erst auf Nacht um 5 Uhr. Also nichts kreiseln, sondern gleich Zamtor und weg damit. Ich bin da am Katzensipfel. Schwad da gerade an meiner Hecke entlang, die wo wir da im Winter durchgeholzt haben. Hinten dran mein Kunstmaler. So. Klar ist der 6M vielleicht da ein bisschen dick vor dem Schwader, aber ihr seht, ich fahre hier gerade mit 1200 Umdrehungen auf dem Motor. Da braucht er natürlich auch keinen Sprit. Ganz gemütlich 57er Zapfen drin, damit er trotzdem ein bisschen Kreisel, Drehzahl zusammenbringt. Damit es nicht so trocken wird, machen wir größere Schlagen, machen wir dreifache Schlage. Und dann geht es auch mit dem Häckseln schneller. Ihr seht, es ist schon ganz schön trocken, es ist zwar schon noch grün unten drin, aber wenn jetzt den ganzen Tag die Sonne drauf knallt, kann das schon ganz schön trocken werden. Also das Feld haben wir mit dem Aufbereiter gemäht und da fangen wir jetzt gleich in der Früh Schwaden an mit den zwei Aufbereiter gemähten Felder. Die anderen mit dem Heckmähwerk oder die anderen bloß mit dem normalen Mähwerk gemähten, die sind da nicht ganz so empfindlich mit dem zu trocken werden. Dann werden wir das mit dem Aufbereiter gemähte unten reinpacken und die Ware ohne Aufbereiter oben drauf. Und dann wird das schon hinhauen. Ist da. Staubt schon ganz viel. Das ist ganz schön trocken. Obwohl das ja auch nicht kreiselt war. Ja, es geht schon noch. Wir haben schon noch grün da unten drin. Aber allerhöchste Zeit, dass das Zeug ins Silo kommt. Der Wagen ist voll. Mal schauen, dass ich auf den Bulldog aufbekomme.
Ja, das ich glaube, das war das, oder? Weil das ein Kabi war. Ja, da habe ich mich schon ein bisschen einspreizen müssen. Keine Ahnung, wo das Kabi herkommt, aber. Aber das wird er kennen, ja. Ganz schön trocken, aber noch nicht zu trocken. Das wird schon. Ja, es hat schon noch. Ach schon. Schon sehr trocken. Aber Gott sei Dank kommt jetzt dann noch feuchte Ware drüber und dann wird schon hinhauen. Aber wie gesagt, die nächsten Felder werden hoffentlich wieder feuchter, weil nicht mit dem Aufbereiter gemäht und auch nicht gekreiselt. Ja. So.
so rüber irgendwie. Das macht dann. Guten Morgen. 1. Mai, Feiertag. Silo ist, naja, voll. Geht schon. Also eigentlich mit dem Ertrag so einigermaßen zufrieden. Ware ist natürlich top. Wir haben da quasi Kraftfutter im Silo liegen. Ja, hat gestern alles gut hingehaut. Ich habe einfach vergessen, ein Outro zu filmen, weil, ja, dann kam noch Besuch und dann habe ich gedacht, na Gott, machst du das heute in der Früh. Also ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch und pfiat euch. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt kaufe ich mir einen Kaffee.